Sie haben mich schon verstanden, Degenhardt. Wenn Sie meine Familie und unsere Firma nicht in Ruhe lassen, werden wir ein bisschen nachhelfen. Da lehnen Sie sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich zurück. Sonst wird's verdammt ungemütlich für Sie. Ist das jetzt wieder ein blöder Versuch, unsere Beziehung kaputt zu machen? Das schaffst du ganz alleine, so mies, wie du ihn behandelst. Er hat doch längst die Schnauze voll von dir. Ja, das hättest du wohl gerne. Du bist doch nur eifersüchtig. Jetzt sind wieder die anderen schuld. Klar, ist ja auch viel bequemer, was? Oh, warum höre ich mir das überhaupt an? Weil du ganz genau weißt, dass ich recht habe. Christian würde weiß Gott was für dich tun. Und du scheinst das nicht mal mehr zu merken. Sobald dir dein Fotogramm dazwischen kommt, ist er doch abgehakt. Das ist überhaupt nicht wahr. Tatsächlich, weißt du, was ich glaube? Na, was denn? Im Grunde ist er dir total egal. Sonst wärst du nicht so rücksichtslos. Was? Du hast sie nicht mehr alle. Ich liebe Christian! Sie können 100-mal behaupten, dass Sie keinen Angriff auf die Holding planen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie können glauben, was Sie wollen. Das ist ein freies Land. Aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich werde erwartet. Ah ja, richtig. Sie haben ja bereits für das geeignete Personal gesorgt. Sie dabei allerdings in die unterste Schublade greifen mussten. Haben Sie noch ein paar Sprüche auf Lager? Einen noch. Gehen Sie zurück in die Gosse, aus der Sie gekommen sind. Wenn Sie sich mit mir anlegen, werde ich Sie vernichten. Großes Kino. Gar nicht zu glauben, dass Sie der Sohn von Johannes sind. Fast schade, dass Sie gegen mich keine Chance haben. Tja, das werden wir ja noch sehen. Na, in dem Fall möge der Bessere gewinnen. Hey, du sollst dich bloß warm machen und dir keine Bänderzerrung holen. Unsere Strategie funktioniert doch wunderbar. Nico hat nämlich ganz schön sparsam geguckt, als wir ohne sie losgelaufen sind. Also mach dich locker. Ich bin locker. Und Nico wird jetzt endlich sehen, dass ich mir nicht alles gefallen lasse. Wird aber auch Zeit. Dass sie erst versetzt sie dich und dann zickt sie auch noch rum wegen diesen Fotografen. Ja. Vielleicht war es ja doch meine Schuld, dass sie ihr Autogramm nicht bekommen hat. Jetzt such die Schuld nicht gleich bei dir. Wenn es um Nikos Kunstkarriere geht, kennt sie keine Freunde. Was soll das denn heißen? Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich an der Kunsthochschule angenommen worden bin und sie nicht. Weißt du, sie hat... Jungs! Sie hat zwar behauptet, dass sie sich für mich freut, aber mit der Liebe war es trotzdem schnell vorbei. Hör zu, was Ego-Trips angeht, macht Nico ebenso schnell keiner was vor. Ach, lass uns mit Nico aufhören. Ey, was soll denn der Scheiß, Mann? Paul? Sie haben eine neue Adresse, ja? Ach. Sie wollten mich sprechen? Allerdings. Ich habe mir Ihre Schulakte noch einmal angesehen und musste feststellen, dass Sie noch immer kein Attest für Ihre Fehlzeiten beigebracht haben. Ach, ja, das habe ich vergessen. Wenn das Attest bis morgen nicht da ist, werde ich Ihretwegen eine Konferenz einberufen. Über das zu erwartende Ergebnis sind Sie sich hoffentlich im Klaren. Sie werden mich ja wohl kaum von der Schule schmeißen. Warum sollten wir Ihretwegen eine Ausnahme machen? Auch Sie müssen lernen, die Konsequenzen für Ihr Verhalten zu tragen, Herr von Lahnstein. Lass uns gehen. Und dazu eine Flasche Rioja. Wäre Champagner nicht angemessener? Dann können wir gleich auf Ansgars Ende anstoßen. Rioja. Sehr gern. Noch gibt es nichts zu feiern. Warum denn so zögerlich? Du wirst Ansgar mit links erledigen. Erst mal sehen, was er zu bieten hat. Nach Essen, Kläffer.
Wenn's klingelt, macht er ein Riesenspektakel und sobald die Tür aufgeht, zieht er einen Schwanz ein und kriecht unter das Sofa. Du hast ihn richtig gern, oder? Mehr noch, ich hasse ihn. Also mir gefällt er. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Eine offene Kampfansage ist mir tausendmal lieber als dieses bigotte Getue von jemandem wie Johannes. Der feine Herr Graf spielt nämlich auch mit gezinkten Karten, sobald es ans Eingemachte geht. Seinen Sohn gibt es wenigstens zu. Hm. So kann man es natürlich auch sehen. Ich find's jedenfalls herrlich, dass wir beide ruinieren werden. Ich kann's kaum mehr erwarten, diese ganze gräfliche Bagage am Boden zu sehen. Dann weißt du ja auch, warum ich auf dich setze. Auf dich und dein Insiderwissen. Nenn mir die Leiche und ich sag dir, in welchem Keller sie sie versteckt haben. Komm auf den Punkt, ich brauche Fakten. Das wird Monate dauern bei der Familie. Dann leg endlich los. Ich muss noch meine Gegner genau kennen, bevor ich zuschlage. Ja? Konstantin, was führt dich denn hierher? Ich dachte mir, wir haben schon so lange nicht mehr miteinander gequatscht. Da. Ja, das stimmt. Aber dafür hättest du mir ruhig einen Kaffee mitbringen können. Ah, nein, nein. Nächstes Mal. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte an dich. Schieß los. Ja, ich habe es in letzter Zeit ein bisschen krachen lassen und da habe ich wohl das ein oder andere Mal vergessen, zur Schule zu gehen. Aha. Tja, was kann ich da für dich tun? Ich bräuchte einen Attest. Ja, komm, es passiert doch bestimmt nicht wieder. Ich will doch mein Abi machen. Es ist bloß so, wenn ich das Attest nicht vorlege, dann sieht's wirklich übel aus. Tja, wie praktisch, wenn man einen Arzt in der Familie hat, was? Komm schon, bitte, ich bin sonst echt am Arsch. Ja, beruhig dich. Bei mir haben Mathe-Klausuren früher manchmal auch Magenschmerzen verursacht. Was darf's denn sein? Eine Magen-Darm-Grippe vielleicht? Ah, der Herr Anwalt, auch schon da? Herr Gastronom, du hast eine Kellnerin, die für dich arbeitet. Ich muss meine Kanzlei alleine am Laufen halten. Tja, du hättest Olivia haben können. Spitzenidee. Wieso bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Mit meiner Nichte im Vorzimmer wäre ich längst pleite und könnte den ganzen Tag Fußball spielen. Jetzt! Oh, so. Los, geh nach vorne, schieß ein Tor, aber zackig! Hi! In welche Mannschaft komme ich denn? Du bist bei mir in der Mannschaft. Cool. Und? Hat Nico noch irgendwas gesagt? Wieso? Meinst du, sie ist noch sauer auf mich? Keine Ahnung, ich habe auch nicht mehr groß mit dir geredet. Nein. Guck mal, meinst du, die geht mit meinem blauen Shirt? Zeig mal. Die hast du noch? Mein bestes Stück. Für besondere Anlässe. Hast du ein Date? Wer weiß. Fühlst du dich nicht noch ein bisschen schwach? Nicht, dass du einen Rückfall kriegst? Mir geht's blendend. Dann müssen wir wohl Leonard danken, dass er uns so schnell wieder hingekriegt hat. Ja, bei ihm ist man wirklich in den besten Händen. Hm? Weißt du eigentlich, wo Coco steckt? Beim Fußball, mit Christian. Ich könnte echt kotzen. Ach komm, sie hat dir doch versprochen, dass sie sich diesmal zurückhält. Ach, du bist auf ihrer Seite? Ich bin auf gar keiner Seite. Ich will nur nicht zwischen die Fronten geraten, also lass mich da einfach raus. Sag mir ehrlich, denkst du, mein Fotokram ist mir manchmal wichtiger als Christian? Nun sag schon. Fotografieren ist eben deine große Leidenschaft. Also ja. Das stimmt nicht. Es sieht aber manchmal so aus. Christian ist mir wirklich wichtig und ich will nicht, dass er sowas über mich denkt. Ich muss mir echt was einfallen lassen, womit ich es ihm beweisen kann. Tut mir leid, am Telefon kann ich Ihnen darüber wirklich keine Auskunft mehr geben. Ja, natürlich, ich bin den ganzen Tag hier. Auf Wiederhören. So, Magen-Darm-Grippe.
Wie lange hast du denn gefehlt? Seitdem die Schule nach den Weihnachtsferien wieder angefangen hat. Okay. Und bis wann? Bis letzte Woche. Moment mal. Das sind ja 6 Wochen. Sag mal, tickst du eigentlich noch ganz sauber? Wieso warst du so lange nicht in der Schule? Ich hatte einfach keinen Kopf fürs Lernen. Der ganze Stress mit Frau Brandner und Johannes. Ach, komm, hör mir auf. Das ist keine Entschuldigung. Kann ich dir das nicht irgendwann mal erklären? In Ruhe. Klar. Wenn du das hier nicht willst. Jetzt komm schon, lass mich nicht hängen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich diesen Quatsch stecke. Nee, mein Lieber. Ich meine, die ein oder andere Klausur, okay, aber... Dr. Lahnstein, ja. Der Obdachlose, den wir vorhin reinbekommen haben, der rührt sich nicht mehr. Und wir zwei, wir sprechen uns noch, klar? Soll man sich denn bei dem ganzen Zeug entscheiden, wie die Hochzeit aussehen soll? Jetzt komm schon, Natalie. Ich bin mir sicher, dass dieser Wedding Planner dir gern dabei behilflich ist. Gerne. Nachdem wir das letzte Mal unsere Verlobung gelöst haben, wollte er den Auftrag erst gar nicht mehr annehmen. Wie bitte? Der Kerl soll froh sein, dass er 2-mal bezahlt wird. Ich musste ihn gestern am Telefon eine halbe Stunde lang beknien, dass er sich nachher überhaupt mit uns trifft. Moment, nachher? Ach, das ist heute Abend. Wieso? Kannst du etwa nicht? Doch, nein, kein Problem. Aber du vergisst es auch nicht, ja? Nein, natürlich. Wie kann ich denn den schönsten Tag in meinem Leben vergessen? Na, ihr beiden. Lasst uns vielleicht einen Moment allein. Mhm. So geheimnisvoll? Planst du eine Hochzeitsüberraschung für Nathan? Vater, ich fürchte, ich muss dir was gestehen. Ja. Ich habe vorhin im Schneiders diesen Degen hart getroffen. Ich weiß, du hattest gesagt, wir sollen ihn nicht provozieren, aber... Aber? Naja, der Kerl hat sich einfach so aufgeplustert, ich... Dass du deine Kontenance verloren hast. Er hat mich einfach wütend gemacht. Ja, was ist passiert? Was hast du gesagt? Ja, ich habe ihm gesagt, wenn er seine gierigen Finger nach der Holding ausstreckt, dann mache ich ihn fertig. Gregor, hier! Scheiße, Mann! Halbzeit! Das war übrigens, vorhin, das war Abseits. Das war niemals Abseits. Und ob das Abseits war? Was? Ich kann dir die Regeln gern nochmal erklären, wenn du sie nicht begriffen hast. Coco hat sie jedenfalls vorhin verstanden. Nicht, wenn du es ihr erklärt hast. Hey, das war grad super. Hätte Gregor nicht abgepfiffen, hättest du gleich noch ein Tor geschossen. Hey, guck mal, wer da kommt. War ja klar, dass Nico keinen Nein akzeptiert. Hey, jemand durstig? Hör ich da etwa Bier? Ja, bleib frei. Ich dachte, nach der ganzen Rennerei wollte nicht gleich rumbrüllen. Genau das Richtige. Ich hab nachher noch einen Termin. Hier. Hauptsache, es perlt. Hey. War das okay, dass ich noch gekommen bin? Tut mir leid, dass ich auf der Ausstellung so mies zu dir war. Der ganze Star-Rummel ist mir anscheinend zu Kopf gestiegen. Und ich hab mich so gefreut, dass du da warst. Ehrlich. Längst vergessen. Ja, natürlich. Ich hätte mich trotzdem beherrschen müssen. Ich weiß. Es gibt Schlimmeres, mein Junge. Aber dieser Degenhardt ist jetzt gewarnt, was nicht gerade ein Vorteil für uns ist. Dass wir nicht tatenlos zusehen, wie er eine feindliche Übernahme plant, hätte er sich sowieso denken können. Ihn noch eine Weile im Unklaren zu lassen, wäre trotzdem klüger gewesen. Ach, im Grunde ist es doch ganz richtig, dass du dich nicht das einschüchtern lassen. Einem wie Adrian Degen hat es mit Diplomatie nicht beizukommen. Also, mein Junge, der Kampf ist eröffnet. Wir sollten uns möglichst schnell auf eine gemeinsame Strategie einigen. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu wissen. Ich brauche jetzt einen Partner, der über Erfahrung verfügt und auf den ich mich verlassen kann. Und das kannst du, Vater. Zu 100%. Ich hoffe, das weißt du. Auch wenn du in der Vergangenheit das ein oder andere Mal Grund hattest, an meiner Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln. Erstens habe ich auch nicht alles richtig gemacht und zweitens ist das Vergangenheit. Wir müssen nach vorne denken, Junge. Ich habe die Holding aufgebaut, um das Familienerbe für die Zukunft sicher zu machen, nicht
um sie diesem dahergelaufenen Parvenu in den Rachen zu schleudern. Und gemeinsam werden wir das auch schaffen. So. Lass das, ich muss mich konzentrieren. Och, ich glaube, nach einem kleinen Päuschen lässt es doch gleich viel besser arbeiten, oder? Sag mal, bist du taub oder was? Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Okay, okay. Wenn ich will, der hat schon. Würdest du mir nicht wenigstens sagen, warum das so wichtig ist? Vielleicht kann ich dir auch helfen. Ich glaube kaum. Ich versuche, einen Attest zu fälschen für die Schule. Aber ich krieg Leonards Unterschrift einfach nicht hin. Du kennst die Unterschrift von deinem eigenen Bruder nicht? Jedenfalls nicht genau. Naja, wenn du sie nicht kennst, dann werden die es in der Schule auch nicht merken, oder? Leider doch. Leonard ist nun mal Arzt. Und er hat mir schon häufiger Atteste geschrieben, wenn ich wirklich krank war. Und wenn die das miteinander vergleichen, dann... Und wenn du einfach die Unterschrift von der Karte da abpaust? Grandiose Idee. Hiermit versichere ich Ihnen, dass Konstantin von Lahnstein an einer hartnäckigen Darminfektion litt. Sonnige Grüße, dein Leo. Okay, das funktioniert wirklich nicht. Aber auf dem Schloss hat dein Bruder doch bestimmt irgendwo Papiere mit seiner Unterschrift drauf. Hm? Oh, gut, Gas, stopp! Ey! Sag mal, spinnst du? Sorry, war keine Absicht. Ja, ist klar. Du würdest doch über Leichen gehen, um bei Christian zu punkten. So ein Quatsch, was soll das denn jetzt? Das war fair. Fair? Du wirst trotzdem nicht bei ihm landen. Ich werde ihm beweisen, dass er die Nummer 1 ist in meinem Leben. Dann kannst du dir deinen nächsten kleinen Trick sparen. Haben Sie immer noch keine frischen Handtücher auf die Zimmer gebracht? Ich bin gerade unterwegs. Das wird auch Zeit. Und machen Sie bei dieser Gelegenheit die Fenster in Graf Ansgars Suite wieder zu. Ich habe dort vorhin gelüftet. Mach ich. Wer war denn die Sklaventreiberin? Kepler, unser Hausdrache. Also die würde ich zuerst feuern. Wow! Nicht übel, der alte Kasten, oder? Nicht übel? Das Schloss ist genial. Wie kann man denn in einem Apartment wohnen, wenn einem das hier gehört? Erstmal ist das Penthouse ja wohl auch kein Kellerloch. Und zweitens gehört das Schloss nicht mir, sondern Johannes. Und von mir aus kann er hier selig werden. Wo geht's denn dahin? Speisezimmer, Kaminzimmer, Bibliothek und so weiter. Kann ich mir das mal anschauen? Das ist keine Schlossführung. Wir müssen aufpassen, dass uns keiner sieht. Jetzt komm. Geht es da zu Leonards Zimmer? Ja, mach jetzt. Okay. Was hätte Inga uns erwischt? Naja, ist ja noch mal gut gegangen. Wir hatten deinen Bruder so olle Sessel. Wahrscheinlich, weil sie ihm gefallen. Kann ich mir mal das Bad ansehen? Ja, meinetwegen. Aber sieh zu, dass du keinen Krach machst. Das ist die geilste Badewanne, die ich jemals gesehen habe. Ich würde alles dafür tun, um da einmal ein Schaumbad drin zu nehmen. Alles klar. Sonst noch was? Willst du vielleicht klingeln und dir ein paar Häppchen bestellen? Heißt das, ihr habt Zimmerservice? Cool. Untersteh dich. Ja, schon gut. Glaubst du, ich bin blöd, oder was? Geh lieber mal raus und sieh zu, dass Inga uns nicht doch noch erwischt. Muss das sein? Ja. Wir dürfen nichts übersehen. Die geringste Schwachstelle würde sich Degenhardt sofort zunutze machen.
Wir sollten dringend mal unsere Unternehmensbeteiligung im asiatischen Raum durchsehen. Degen hat von Shanghai aus operiert. Ja, könnte uns speziell von dort aus Probleme bereiten. Allerdings ist mir völlig unklar, auf welche Art und Weise er uns angreifen will. Wirtschaftsspionage, Korruption. Na, glaub mich, wir lang genug in Singapur. Mitarbeiter in Entwicklungsabteilungen lassen sich bestechen. Der ein oder andere Politiker hält gern mal die Hand auf. Ja, das ist ja recht. Damit könnte uns Degenhardt schon erhebliche Probleme bereiten. Skrupellos genug dazu wäre er ja. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wir müssen sofort die leitenden Mitarbeiter vor Ort warnen. Zumindest die, denen wir vertrauen können. Ich rufe mal in der Buchhaltung an, vielleicht ist da noch jemand. Herr von Landstein, Herr Wolters, bringen Sie uns doch bitte mal die Personalakten für den asiatischen Raum nach oben. Ja, China, Japan, Malaysia etc. Ja, natürlich alle. Herr Wolters, das ist Ihr Problem und beeilen Sie sich. Wie heißt das kleine Zauberwort? Bitte. Ah, geht doch. Er braucht eine halbe Stunde. Der Mann kann nicht hexen. Ja, wie es aussieht, sitzen wir sowieso die halbe Nacht hier. Also diesmal müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen, was die Hochzeit angeht. Wenn ein Paar nach so vielen Schwierigkeiten doch noch zusammenfindet, dann ist das Liebe. Meinem Verlobten ist bestimmt nur was dazwischen gekommen. Ich ruf ihn mal kurz an. Ja, was gibt's denn? Ansgar, wo bleibst du denn? Wie? Was ist denn los? Ich sitze seit über einer Stunde mit dem Wedding Planner im Schneiders. Du hast mir hoch und heilig versprochen, den Termin nicht zu vergessen. Ach, scheiße. Wo steckst du denn überhaupt? Ja, ich bin mit Vater in der Holding. Es ist wirklich wichtig. Und wie lange braucht ihr noch? Also das wird heute nichts mehr. Wir stecken bis über beide Ohren in Arbeit. Na, dann eben nicht. Es tut mir wirklich leid, aber meinem Verlobten ist tatsächlich ein wichtiger Geschäftstermin dazwischen gekommen. Dann machen wir ohne ihn weiter. Ich würde das ungern ohne Ansgar entscheiden. Können wir uns morgen noch mal treffen? Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit habe. Rufen Sie mich an. Es tut mir wirklich leid. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. Sie heiraten mit Ansgar einen Mann, dem die Geschäfte wichtiger sind als die Braut. Vorsicht! Bei euch in der WG, da platzt hier alle Nase lang jemand ins Zimmer, ne? Abend. Abend. Darf ich Ihnen die Jacken abnehmen? Ja. Danke. Möchten Sie noch zu Abend essen? Ich kann gern für Sie eindecken lassen. Oh nein, das ist nicht nötig. Ich wollte Jana nur schnell ein paar Anatomiebücher leihen. Ja, eigentlich kann ich die Jacke auch mit hochnehmen. Ich bleibe ja wirklich nicht lang. Dann müssen Sie sich nicht bemühen. Jana, kommst du? Unterschreibt ihr denn nichts? Ach und vielen Dank, dass du an die Jacke gedacht hast. Frau Kepler muss ja nicht unbedingt mitbekommen, wie lange du bleibst. Aber aus dem Fenster abseilen muss ich mich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Bingo. Na dann mal rein. Und jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Kategorie.